wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Resident Evil. Wir haben hier den ersten Boss gelegt vor einem Tag. Und wir müssen jetzt hier nach oben gehen. Denn dort ist dieses kleine Mädchen, die ihre Mutter sucht. Wahrscheinlich. Nee, ich will aber erstmal da rein. Die ihre Mutter sucht. Wahrscheinlich ist das die, mit der wir gespielt haben. Oder so. Also mit Leons zweitem Charakter in dem Run und so. Ich bin mir nicht genau sicher, keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen. So, sag du es mir. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, wer das letztendlich sein wird. Komm, ich überhole dich mal. Kleines Mädchen. Du kannst ja gar nichts hier. Was können wir hier machen? Einfach mal dran ziehen so. Ja. Hab ich gut geschafft, ne? Bin ja auch schon stark. Nicht so klein wie du. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet mit einer richtigen neuen Arznei. Umbrella? Ah. Das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Bestimmt. Und wo ist dein... Ja, Gürteltasche. Schön. Dad. Er ist weg, er ist tot, er ist bestimmt gestorben oder so. Achso, oder? Wir verstauen mal eben wieder ein paar Sachen, die wir erstmal so nicht brauchen. Wir könnten aber doch mal ein Kraut hier rausholen. Achso, ja. Ja, er arbeitet mit meiner Mom. Ja, da war doch was. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut an die Story erinnern, aber ich glaube, da war doch was mit der Mutter und, ne? Wow. Und so. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Ja, den Chris. Oh. Und jetzt sind wir im Park, Gebäude, oder? Ja, genau. Also, da das Ding ja noch nicht offen ist, müsste Chris ja eigentlich noch da sein. So gesehen, ne? Aber ich... Also, Leon meine ich natürlich. Ja, müssen wir das Ding halt finden. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Sherry, Lady. Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst? Auf den Boden, jetzt. Sherry? Fessel ihre Hände. Wieso tun sie das? Sei still. Tu es. Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt, oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire. Sherry, du kommst jetzt mit mir oder sagst dir wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Lass mich los! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Albrecht. Oh ja, das wäre... Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Tja.
vorsichtig, Sherry. Ist ja gar nicht mal so schlimm, dass die jetzt weg ist. Also, weil dann... Okay. Ne, und so. Erst die Karte. Und tja, dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Aber, Leute, nie vergessen... hier war doch irgendwas zum Aufmachen noch, oder? Nie vergessen, Leute. Claire ist natürlich die Beste im Erklären. Also, ne? Claire. Erklären. Okay, wir machen jetzt weiter. Ach, da können wir sogar runter. Und hier. Ja, also, ich gehe stark davon aus, dass das halt nicht so gemeint ist von den Entwicklern, dass wir hier eine Storyline haben, die fortgeführt wird, nur parallel, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass diese Storyline eine separate Storyline ist. Ich kann es mir ja nicht anders vorstellen, weil so viele Dinge nicht aufeinander draufpassen, dass es halt nur so irgendwie machbar ist. Ich gehe davon aus. Warum können wir denn hier... Achso, wahrscheinlich, weil da halt das Ding ist, oder? Oder können wir da vielleicht noch irgendwas rausfinden, rausholen? Nee, ne? Ne, ich glaube, hier ist halt auch nichts drin. In der Garage jetzt selber. Türen können wir auch nicht öffnen. Wir können hier runter. Ich glaube, da sind wir letztes Mal nicht hingekommen, oder? Ne, hier waren wir, glaube ich, noch nie. Raccoon Monthly, aufgepasst, Helden von Raccoon City. Wer ist der zwar gefürchteste, aber auch respektierendste Mann der Stadt? Die Antwort sollte jeden Bürger unserer schönen Stadt kennen. Ja, genau. Polizeichef Brian Irons, der Mann, der die Verbrecher überall das Fürchten lehrt. Und uns sündigen Bürger ein strenger Vater ist. Genau. Chief Irons ist bekannt für seinen Einsatz für das Waisenhaus und missbrauchte Frauen. Den Schutz von Kunstwerken und dem Tierschutz. Und das ist noch nicht alles. Nur wann schläft unser Held? Auf Nachfrage antwortet Chief Irons mit einem sanften Lächeln. Die Stadt ist wie eine große Familie. Ich tue für sie nur, was ich auch für meine Familie tun würde. Miss Kell ist der Polizeichef? Anscheinend schon. Kindesmissbrauch schützen, ja. Oder auch vielleicht selber vielleicht ein bisschen dran teilnehmen. Ach nee, hier haben wir noch weitere Schlüssel. Ach, sieh mal an. Expresslift, unbefugt Zugang ist verboten. Ja, egal, wir sind aber nicht unbefugt. Wir sind voll befugt dazu. Also so richtig. Okay, da kommen wir erstmal nicht lang. Aber das hier ist ein neuer Raum. Den gab es vorher halt so noch nicht. Das ist ganz cool. Wir müssen jetzt da lang gehen. Ich will halt eigentlich überhaupt nicht hier lang gehen. Weil das hier war so einer der schlimmsten Abteilungen, die ich noch so in Erinnerung habe. Mit Hunden und anderen Viechern und so weiter und so fort. So. Hehe. Nee. Also ganz ehrlich, so einen kann ich nicht besiegen aktuell mit meinen 6 Schuss. Ich wünschte halt Entsorgungsnotiz. Schlüssel für Einsatzwagen 7. Okay, alles klar. Ja, Tür und Kofferraum. Das war das. Okay. Boah, dass wir immer nochmal hinklicken müssen. Untersuchen. Einmal öffnen. Ist da der Schlüssel drin? Vielleicht? Ja, okay, super. Hier waren diese Dinger, genau. Ja, da hatten wir diese Mr. Raccoon-Figuren, die wir noch überall finden konnten. Da ist auch nochmal so ein Schlüssel vonnöten. Und hier war in der Ecke, glaube ich, noch irgendwo was. Ah, da zum Beispiel. Okay. Aber sonst war hier nichts mehr. Nee. Okay, perfekt. Dann gehen wir nochmal kurz zurück in den Hauptraum. Genau, hier kommen wir wieder zurück quasi ins Hauptgebäude. Und hier geht's gar nicht weiter. Ja, und da mal so ein Vieh drin sitzen, ne? Das will ich aber ungern eigentlich töten. Also schon ganz gerne töten, aber ich habe ein bisschen Angst,
Einer von den Autos ist dann aufmachbar. Soll man nicht mal vielleicht untersuchen, mal draufdrücken? Achso, genau, hier. Da bekommen wir nochmal eine andere Waffe am Start. Okay, dann legen wir die doch mal eben hier auf den Schnellzugriff. Und vielleicht können wir jetzt das Vieh töten. Was war das? Aber wir gehen erstmal in die Richtung und nehmen mal unsere normale Munition. Weil ich denke, exklusiv können wir das doch mal für den anderen aufbewahren. Können wir jetzt das da wegwerfen? Ja, super. Boah, ich drücke immer wieder falsch. So. Ach, da kommen wir noch gar nicht lang. Ach so. Also dann müssen wir mal hingehen und dann stellen wir uns mal so vor die Tür. Den Bug hatten wir zum Glück schon mal, oder den können wir gut ausnutzen, dass wir uns da so hinstellen, dass das Vieh nicht durch die Tür kommt, weil das zu breit ist und wir es halt hoffentlich töten können. Das ist jetzt gerade so meine Idee. Ich hoffe, das klappt auch. Ansonsten sterben wir hier ganz unglücklich gleich. Hallo? Nee, du. Nicht mal so unclever das Vieh. Sind das zwei gewesen? Immer schön in den Popo rein. Das sind ernsthaft zwei, als ob. Okay. Aber ihr merkt selber, dass das Vieh echt lange braucht. Oh nein. Um es zu töten. Also, ihr merkt selber, keine Ahnung wie ich das jetzt hätte schaffen sollen oder generell schaffen sollen. Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung, Leute. Sind wir arg down noch nicht? Wir können mal hier, aber auch wieder komplett, ne? Geh bitte weg. Weggehen! Also, keine Ahnung, ne? Also, ich habe ja schon alles reingedollt, was geht. Aber ich erinnere mich halt, dass wir auch uns an denen vorbeischleichen können.
Wenn wir wollen. Oder? Nee, oder auch nicht. Ja, komm, wir sterben mal kurz und machen es folgendermaßen. Wir gehen da nochmal gleich rein und machen es ein bisschen angenehmer, denn wir müssen zwar jetzt nochmal mehr oder weniger alles machen, aber ich denke, wenn wir den gezielt in den Kopf schießen, wir können uns relativ nah annähern. Wenn wir das dann wirklich so clever machen, dass wir den in den Kopf schießen, sollte das hoffentlich besser funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hinbekommen. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir gehen zuerst hier unten nochmal rein. Müssen halt nochmal ein bisschen was wiederholen. Aber ist, glaube ich, egal. Der Typ kam bestimmt von hier. Ja, wahrscheinlich. So, hier ist der Polizeichef, genau. Ja, Mistkerl ist genau, der Mistkerl ist der Polizeichef. Hier ist diese Tür, die haben wir noch nicht. Und hier haben wir das. Super. Da haben wir das hier. Ja gut, ist natürlich noch nicht, noch lange nicht erledigt hier, das ganze Thema. Aber schon mal okay. Und dann machen wir es einfach. Wir haben ja nur einen freien Raum hier, mehr oder weniger. Deswegen ist ja alles erstmal easy. Wir laufen einmal kurz nach hinten durch. Oh, da können die aber. Ich glaube, da konnten nur die Hunde durch, ne? Oder wie war das nochmal hier? Hier einmal kurz durchlesen, einmal kurz hier Dose mitnehmen, mitgenommen, einmal kurz untersuchen, einmal so aufmachen, Schlüssel rausnehmen. Hat sich ja nichts getan, leider noch zu weit entfernt. Das sind die Mr. Raccoons, da kommen wir auch noch nicht rein. So, dann einmal hier rein. Dann schnabulieren wir uns nochmal das da. Ah, war auch noch irgendwo eine Mr. Raccoon-Figur. Ach, hier war die. Die haben wir dann aber schon aus dem ersten Run wahrscheinlich. Also das heißt, die bleiben dann auch da, wo sie bleiben soll. Es ist schon strange, dass alles irgendwie so zusammenhängt ist, aber irgendwie doch nicht. Aber diese Mr. Raccoon-Figur haben wir jetzt quasi. Achso, da nach hinten will ich auch nochmal kurz gehen. Einfach nur mal, damit wir das haben. So. Und hier kamen wir generell nicht weiter. Dann gehen wir in den Hauptraum, holen uns die Waffe und dann ziehen wir den wirklich auf den Kopf und nicht auf den Popo. Weil auf dem Popo ist ja wohl klar, dass die dann vielleicht nochmal ein bisschen eher am Leben bleiben. So, wegwerfen. Die ganze Geschichte hier. Mal gucken, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Nehmen wir die Waffe an uns und setzen die da drauf. Oh. Oh. Oh, 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 so, so, so. Dann können wir gleich einmal kurz die damit anschießen und dann mal abchecken, was hier so geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, lol. Man konnte die da gerade kurz sehen, aber da ist aber auch noch nicht dieser Streifen. Also der erste Schuss muss quasi den Arsch gehen. Aber den nächsten können wir jetzt genau auf den Kopf setzen, oder? Das ist der Kopf, ne? Scheiße. Der war ordentlich, der Hit. Dann machen wir mal kurz Folgendes. Wir holen uns mal hier einmal das Kraut. Kombinieren das mal eben damit und nehmen es einfach mal hier.
Also so sind die ja auch relativ leicht zu besiegen, um ehrlich zu sein. Als ob der mich da wieder treffen kann jetzt. Ach komm schon. Jetzt gehen die wieder ganz weit weg irgendwie. Wir müssen es leider so machen. Ich wünsche, die Tür wäre einfach. Wir können die Tür einfach aufhalten, so mit so einem Keil oder so. Wir müssen es halt immer wieder so machen, leider. Okay. Boah, es war knapp, glaube ich. Leute, wir beenden kurz hier die Folge. Ich muss wirklich ein bisschen mich beeilen mit den Folgen. Wir beenden die Folge hier und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter. Bis dann oder rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.